Natürlich überwiegt einen Tag danach die Enttäuschung. Wir haben mit Sicherheit einen sehr steinigen Weg gehabt bis zu dem gestrigen Spiel. Aufgrund von einer sehr engen Leistungsdichte bei dieser EM, aufgrund von nicht immer optimaler Spielweise unsererseits. Aber trotzdem hatten wir dennoch gestern die Chance, ja, unter die besten vier europäischen Mannschaften zu ziehen. Auch ich bin sehr traurig. Wir haben jetzt innerhalb von 12 Monaten zwei große Ereignisse die Zielaufgaben nicht erfüllt. Die Zielsetzung war, ins Halbfinale einzuziehen, uns in der Weltspitze zu etablieren. Das ist uns jetzt zweimal nicht gelungen. Wir haben im letzten Jahr auf eine Analyse verzichtet, weil wir gesagt haben, es kommt jetzt der Umbruch, auch durch den Wechsel. Diesmal werden wir auf eine Analyse nicht verzichten, sondern werden die sehr ernst, sehr ehrlich und sehr hart mit uns auch ausmachen müssen. Wir haben hier auf dem Turnier nicht die Leistung gekriegt, die wir erwarten können. Und ich will mich auch nicht dahinter verstecken, dass jetzt sich ein Paul verletzt hat oder ein Wilczkowski nicht mitgespielt hat. Das ist der Sache viel zu einfach. Und in der Analyse müssen wir uns alle hinterfragen, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Angefangen bei mir bis hin zum Trainerstab und jedem einzelnen Spieler.